Sag mal, kann das sein, dass die Mielner vollkommen verrückt sind? Ja, die haben einen schönen Umzug heute gezeigt, finde ich, ne? Ich glaube mittlerweile, es ist der größte im Rhein-Lahn-Kreis, was wir gesehen haben. Das kann gut sein, das ist auch der schönste. Und eins fällt mir gerade auf, du lallst überhaupt nicht, du bist noch völlig nüchtern. Warum? Das ist reine Selbstbeherrschung. Dieser Umzug heute hier, jetzt muss man doch wirklich sagen, die Mielner haben positiv einen an der Klatsche, oder? Das ist wohl wahr. Also ich sag mal, ich sehe ja jetzt schon einige Jahrzehnte diese Umzüge und die sind immer wieder toll. Die sind immer wieder toll. Und dieses Jahr, ja, haben sie doch einen draufgesetzt. Im vergangenen Jahr wurde das Stroh in die Fenster geschossen. Dieses Jahr war es der Schaum. Wer denkt sich sowas aus? Ja, das würde mich auch interessieren, wer auf diese bescheuerten Ideen kommt. Du bist gebürtiger Mielner, hast du mir gerade gesagt. Hast du selber mal auf so einem Umzugswagen gesessen? Oh ja, habe ich. Ist zwar schon viele Jahrzehnte her, aber habe ich gemacht. Und zwar als Fußvolk, sowohl als auch auf dem Wagen. Damals hatten wir die Reeperbahn von Hamburg. Das war toll. Also habt ihr damals schon ganz bewusst ein klein wenig provoziert? Ja, natürlich. Habe ich mal gehört, die Mielner werden Jabbeler. Was sind denn Jabbeler? Das ist genau wie die Marienfelser Dickmilchsäufer und die Naschnärer. Das ist so ein Eigenname. Ja, nur dem Motto, wo willst du deine Haare? Ist das so ein klein wenig Konkurrenz immer mit der etwas größeren Stadt Naschstetten, was den Umzug betrifft, auch wenn es dieses Jahr keinen Umzug in Naschstetten gibt? Also Konkurrenz unmöglich. Ja, wir waren schon immer Vorreiter in der Richtung. Wo ist denn der schönste Umzug im Rhein-Lahn-Kreis? In Mielen, definitiv. Also Mielen ist der beste Umzug überhaupt. Ja? Schade, dass es so viel Umflage gibt, ja? Aber die Mielener machen richtig geile richtig, richtig schöne, mit dem Schaumparty heute, ja, und da habe ich dabei gestanden und habe dann bei der Schaumparty nur noch das gemacht, ja, Schaumparty und noch Blubberblase, ja, das braucht man, sowas ist... Blubberblasen, du weißt aber schon, dass das ein Spielzeug für Fünfjährige ist. Ja, aber das Fünfjährige Blubberblase ist für jeden, für 80-Jährige. Für 50-Jährige, für 5-Jährige. Für alle. Alle, die das haben möchten, Blubberblasen sind, glaube ich, dafür da. Damit können wir wahrscheinlich sagen, Patrick liebt Blubberblasen. Definitiv liebe ich Blubberblasen. Let's go.
habe gerade gehört, ihr seid aus Dachsenhausen. Wer von beiden ist denn verrückter? Tja, ich glaube, die tun sich beide nicht, sind alle gut. Sag mal, kann das sein, dass ihr Mielner vollkommen verrückt seid? Oh ja, auf jeden Fall, ja. So soll es sein, ja. Ihr habt hier einen Junggesellenverein und eine Kirmesgesellschaft, eine Jugendkirmesgesellschaft, die stellen richtig was auf die Beine. Ja, die Junggesellenclub, ja, die stellen gut was auf die Beine, ja, musste auch ein bisschen improvisieren, haben es aber toll hingekriegt. Und die Kerbe-Jugend, die kleine Gruppe im Gesa zuletzt hier, haben auch toll was gemacht und vorne frische Stimmung für den Zug gebracht. Einwandfrei, ja. Es war für uns, für den Ben-Kurier, die Frage, wo ist der größte Umzug? Wir waren in Holzhausen, toller Umzug. Wir waren in Singhofen, auch ein toller Umzug. Aber das hier sprengt alles. Ich habe beide nicht gesehen, aber hier der 3 Stunden, das sprengt wirklich alles, ja, super, ja. Schau dir das mal an, was ist das hier? Ein Krankenwagen. Und hinter dem Krankenwagen? Tausende von Menschen, Zuschauer. Und die machen hier was? Einen kleinen Umzug. Und ich habe gehört, du kannst mir es wahrscheinlich bestätigen, die Mielner trinken absolut keinen Alkohol bei Umzügen. Die trinken keinen Alkohol bei Umzügen, außer ich. Dankeschön.